Hallo Welt, da sind wir wieder, hier noch in Sanctuary Hills. Werden wir noch eine Kleinigkeit essen? Auch wenn es uns ständig umbringen will. Immerhin ist es im Commonwealth nie langweilig. Eine Kleinigkeit essen. Was haben wir denn Schönes? Geröstetes Meyerlurk-Fleisch ist doch immer ganz gut. So ganz genau. Ja, und dann sollten wir doch aufbrechen können, wenn wir hier genug Munition haben. Haben wir aber mehr als genug. Wir können sogar einiges ablegen. Hier Brennstoff zum Beispiel auch. So viel mein Zeit. Mein Vater hat mir beigebracht, dass man mit... Sonst gehen wir nämlich ganz schön überladen hier raus. Ja, von der 556 mm, davon hätte ich ganz gerne noch ein bisschen mehr. Jetzt haben wir aber hier wahrscheinlich gar nichts mehr eingelagert. Oh doch, einiges sogar. Mit Klebeband alles reparieren kann. Und los geht's. Aber wohl eher nicht. Und natürlich, wohin geht's? Richtung Bostoner Stadtbibliothek. Das ist unser Ziel. Und wir müssen erstmal gucken, auf der Karte heißt das Ding überhaupt so. Das müsste ja in der Nähe vom Trinity Tower irgendwo sein. Leighton Tower. Trinity Tower hier. Stadtbibliothek Boston. Genau das ist es. Das ist unser Ziel. Da wollen wir also hin. Vielleicht können wir ja mal nach Hangman's Alley noch einen kleinen Abstecher dorthin machen. Mal gucken, was sich da so getan hat. Es sind sehr wenig Siedler jetzt da. 15. Das war die erste Stadt, in der es eigentlich richtig rund ging mit Siedlern. Da sind immer Siedler erstaunlicherweise angekommen. Ja, und bei 85% Moral sollte es gut sein. Wir nehmen unseren Dogmeat diesmal mit. Ein bisschen Glück muss sein unterwegs. Oder unsere schnellen Sachen. Wir werden ja jetzt erstmal wahrscheinlich dorthin laufen. Also können wir auch erstmal unsere Sachen, mit denen wir sehr schnell rennen können. Ach, wir haben ja hier noch so viel Zeug. Eieiei. Ja komm, das müssen wir aber auch noch eben mal ablegen jetzt. Kann ich was für dich tun? Du musst es nur sagen. War das hier nicht sowieso so eine Krimskramkiste, wo wir alles immer reingeschmissen haben? Sieht fast danach aus. Ah, da sind aber auch ein paar gute Sachen dabei schon. Piratenhut. Naja, da müssten wir auch noch mal was draus machen können. Ja, schmeißen wir das doch ganz schnell mal hier rein, alles. Sonst dauert das so lange. Okay. Eines Tages wird Sanctuary eine pulsierende Gemeinde sein. Ja? Ah ja, die Versorger. Hi, wie geht es dir? Neuerdings versammeln sich die Versorger immer ganz gerne hier. Also Red Rocket Raststätte und Dogmeat nehmen wir mit diesmal. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir überhaupt einen Skill von ihm bekommen. Los, Junge. Wir müssen gehen. Gut, vielleicht können wir ihn noch bekleiden. Mal sehen, was wir da Schönes haben. Ja, da wäre auf jeden Fall Hundehelm. Ja... Hunde,
Rüstung. Versuchen wir das mal, ob er das überhaupt nehmen möchte. Aber ich sehe gerade, das bringt ja gar nicht so viel. An Schutz zumindest. Es wiegt einfach. Er sieht anders aus. Es ist aber Schutz eingeblendet. Also könnte es eigentlich auch was bringen, aber es bringt nicht wirklich was. Na, was können wir ihm denn sonst noch Gutes tun? Ich glaube, eine Brille oder einen Hut könnten wir versuchen, ihm aufzusetzen. Wo ist er denn? Aha. Er mag es wohl nicht, angezogen zu werden. Scheint wirklich was zu werden. Ja, ich möchte jetzt auch nicht loslaufen und dann die ganze Zeit diese Hunderüstung mit mir rumtragen. Dogmeat ist weg. Hundchen, wo bist du denn? Kennst du die Farm, die von Blumen bestellt wird? Ach, da ist er ja. Wahnsinn, hey. Oder? Handel? Er hat eine Kampfrüstung und schon ein Stachelhundehalsband dabei und wir können ihn ausrüsten damit. Die Kampfrüstung können wir ihm mal wegnehmen. Die braucht er ja nicht unbedingt. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Dann können wir ihm doch bestimmt auch die Hunderüstung noch geben. Aber vielleicht können wir die auch noch verbessern. Nicht an der Waffenwerkbank. Dann gehen wir mal nach draußen. Ja. Harte Arbeit. Wie geht's? Rüstungswerkbank. Können wir leider nichts verbessern. Aber jetzt haben wir die Kampfrüstung dabei. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir ihn da überhaupt so anziehen möchten dann. Ob das sein muss. Schauen wir mal, wie das aussieht. Wenn wir jemals hier vorbei machen, da ist er ja schon. Hey. Einmal gucken, wie das aussieht. Vielleicht bringt es ja doch ein bisschen wenigstens was, aber im Moment sieht es nur nach Gewicht aus. Na, ich weiß nicht. Also wenn es jetzt wirklich Schutz bringen würde, dann wäre das ja in Ordnung. Oder irgendetwas anderes, Wahrnehmung oder irgendwas, aber ich glaube auch das Halsband. Ich glaube, so ein Hund, der mag das auch ganz gerne, ohne Halsband rumzulaufen. So, und da ich sonst wenig Schäferhunde gesehen habe, bin ich mir auch fast sicher, dass wir da gar nicht so oft den Hund mit anderen Hunden verwechseln können. Aber wirklich, leider ist nichts dabei, was ihm jetzt irgendwie helfen würde. Wobei es ja schon seltsam ist bei dieser Hundekette, da ist ja schon auch Strahlungsschaden null. Aber warum wird das überhaupt angezeigt dann? Wahrscheinlich war es irgendwann mal geplant, dass man die Hunderüstung auch noch verbessern kann. Oder man braucht einen Skill vielleicht dafür. Das kann natürlich auch sein. Da gucken wir doch ganz schnell mal in unsere Skill-Tabelle. Wir können sogar zwei Skills wieder nehmen. Und ich bin ja fast dafür, dass wir den letzten Skill für die erste Liga nehmen und dass wir uns noch einen Skill vom totigen Blut nehmen. Oder wir wollten unbedingt hier auch mal den Sandmann-Skill nehmen, da der auf Rang 3 mit schallgedämpften Waffen auf jeden Fall den Schaden verbessert. Und wir haben ja ausschließlich nur schallgedämpfte Waffen, also das wäre für uns der optimale Skill. Jetzt haben wir aber nur zwei zu vergeben. Bald kommt der Walltech-Workshop raus, vielleicht brauchen wir dafür auch noch irgendeinen Skill. Bis jetzt war es ja meistens so bei den Workshops, dass man da noch irgendwie mal ein, zwei Skills brauchte. Sind wir eigentlich ganz gut mitgefahren, die zu sammeln. Ich bin aber doch dafür, dass wir
noch einen Skill nehmen für uns. Und dann haben wir hier den Kampfhund. Mal sehen, was der kann. Dein treuer Hundefreund kann einen Feind festhalten, wodurch du eine höhere Trefferchance im Watz erhältst. Und der nächste Rang. Wenn dein Hund sich in einen Gegner verbeißt, besteht eine Chance, dass er den Körperteil verkrüppelt, in den er beißt. Und der letzte Rang. Wenn dein Hund sich in einen Gegner verbeißt, besteht eine Chance, dass er Blutungen verursacht. Ja, auch all das ist nicht wirklich das, was ich jetzt dachte. Der Tierfreund, was kann der noch auf dem nächsten Rang? Na, den ersten haben wir ja schon. Wenn du ein Tier beruhigt hast, kannst du es zu einem Angriff aufstacheln, okay? Und der letzte Rang, wenn du ein Tier beruhigt hast, kannst du ihm genaue Anweisungen geben. Na gut, ich bin dafür, dass wir als erstes jetzt mal hier diesen erste Liga-Rang nehmen, den letzten noch, der uns verbleibt. Dann haben wir da nämlich auch schon wieder einen voll. Das heißt, wir brauchen uns beim nächsten Mal dann gar nicht mehr drum zu kümmern. Wollen wir den oder wollen wir den nicht? Erste Liga, du verursachst jetzt doppelten Schaden mit einer Nahkampfwaffe. Außerdem besteht eine Chance, den Gegner zu verkrüppeln oder ihm sauber den Kopf abzutrennen. Ja, das wollen wir einmal. Und ja, was nehmen wir denn? Den Sandmann, den ersten Rang schon mal. Sandmann, also... Du vertrittst den Tod höchstpersönlich und kannst schlafende Personen auf der Stelle töten. Deine schallgedämpften Waffen richten 15% mehr Schaden an. Ja, das wäre auf jeden Fall gut. Und hier haben wir auch noch einige Skills, einige Ränge zu nehmen, also blutiger Tod. Du verursachst jetzt plus 10% mehr Schaden im Kampf. Das wäre auf jeden Fall gut. Der nächste Rang wäre 15% mehr Schaden und der letzte Rang wäre dann sogar, wenn ein Gegner explodiert, können Gegner in seiner Nähe dasselbe Schicksal ereilen. Ich bin mal dafür, dass wir hier den Sandmann nehmen, woraufhin unsere schallgedämpften Waffen nochmal mehr Schaden anrichten. Ja, wie gesagt, das wäre vernünftig. Wir haben meistens schallgedämpfte Waffen, also nehmen wir den mal. Einen wenigstens schon mal. Ja, dann sind wir ja bald so gut. Da kann uns ja gar nicht kaum noch was passieren. Abgelegt haben wir alles. Trinken können wir noch was. Jetzt im Moment schlecht was dran ändern. Machen wir uns lieber auf den Weg nach Hangman's Alley, genau. Hangman's Alley, damit wir von da aus dann zur Stadtbibliothek kommen. Den alten Longfellow müssen wir dann nochmal besuchen. Und was mir aufgefallen ist, Ada. Ada hat uns auch gar keinen Skill dagelassen, wenn ich das richtig gesehen habe in unserer Skill-Tabelle. Am Ende der letzten Folge haben wir da mal nachgeguckt. Nun bin ich gar nicht sicher, ob er überhaupt... Doch, er hat uns, glaube ich, einen Skill gegeben. Aber vielleicht wird das gar nicht so in der... In der Tabelle wird das vielleicht gar nicht so angezeigt. Der Karton ist mir noch nie aufgefallen, dass da ein Karton steht mit einsortierten Sachen da drin. Habe ich noch nie gemerkt. Na, sind wir wieder etwas verwirrt mit den vielen Tasten hier. Ja, da fühlt man sich doch schon eher wie ein einsamer Umherziehender. Hier liegt aber irgendetwas... Oh. Coca-Cola Quantum liegt hier einfach so rum auf dem Boden.
sollten wir mehr Glück haben, wenn wir mit Doc Meat unterwegs sind. Kann das sein? Ich glaube, wir sind hier schon öfter an der Stelle hergelaufen und haben noch nie Yuga Cola, geschweige denn Yuga Cola Quantum, gefunden. Teffington Bootshaus, ja, das tut mir leid. Och, wenn wir schon mal hier sind, können wir doch auch so ein paar Kakerlaken hier mitnehmen gleich. Wenn die wieder hier sind zumindest. Nein. Ah, wir waren erst hier vor kurzer Zeit. So, Kakerlakenfleisch wäre doch immer ganz... Ist doch immer ganz praktisch. Ja, das war ja einer der Inspirationen, dass der mit dem Hund, mit Doc Meat hier, aus dem Film A Man and His Dog, das war ja ursprünglich mal eine der Inspirationen für überhaupt Fallout, für die ersten Teile meine ich. Also A Man and His Dog, das ist auf jeden Fall ein interessanter Film, kann man sich mal angucken, auch wenn er schon älter ist, muss man natürlich wissen, dass er älter ist, ist jetzt nicht so ein super moderner mit Special Effects oder so, ist für seine Zeit, also für seine Zeit ist es schon ganz gut, der Film. Auf jeden Fall, um mal zu wissen, woher vielleicht die Story hier kommt oder die Idee kommt, das ist auf jeden Fall interessant. Das mal anzusehen. Ja, also das Wetter finde ich jetzt... Ach so, guck an. Raider. Na komm. Ja, ich glaube, der Skill hat sich schon gelohnt, den zu nehmen. Sie haut da jetzt doch schon ein bisschen anders drauf als vorher. Blutiger Tod. Das finde ich doch ganz nett. Sind hier vorne nicht gerne? Ist das hier Hardware Town? Nein, sieht mir doch nicht so danach aus. Verbindungshaus ist das hier, meine ich, in der Nähe. Verbindungshaus 108 oder 101. Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon eine Weile her und wir waren ja nur einmal da drin. Nun egal, vor uns liegt auf jeden Fall Hangman's Alley. Irgendwie höre ich aber auch die ganze Zeit seltsame Geräusche. Es ist Doc Meat, wenn der läuft, dann... Macht er solche Geräusche? Ja, das wird's wohl sein. Ja, seine Krallen sollten mal gestutzt werden, habe ich so den Eindruck. Okay, das ist dann wohl nichts für mich auf lange Sicht. Was ist denn da los? Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen kommt. Das ist jetzt aber noch nicht bei uns hier. Sehr gut gemacht hier mit der Power-Rüstung. Also müssen wir doch durch den anderen Eingang. Ach, wir haben ja noch den dritten Eingang. Da gehen wir jetzt durch. Oh, das Brahmin hier im Boden, dem geht's glaube ich auch nicht so gut.
Ja, genau. Hier wollten wir einmal sehen, ob wir Kronenkorken drin haben. Und aufbereitetes Wasser sollte hier eigentlich sehr viel drin sein. Aber wie man sieht, ist da nichts. Schade. Hangman's Alley? Da ist nichts, weil zu wenig Energie hier ist, oder was? Kann das sein? Alles, was mit Energie versorgt werden sollte, ist ja auch aus. Vielleicht gab es hier einen Angriff mal. Und ja, tatsächlich. Ein Generator wurde zerstört. Dann wird es auch nichts mit der Wasserproduktion hier. Und schon ist alles wieder super laut hier. Ja, was können wir denn hier noch machen? Irgendwie, ja, einen Hund haben wir schon hier. Auch einen Streuner oder einen Namen? Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Einen namenlosen Hund. Scheint wirklich was zu werden. Wolltest du nicht noch was sagen? Da fehlt doch was. Was? Ja? Na, wir gehen jetzt erstmal hier schlafen schön. Ein Stündchen wenigstens, bevor wir dann aufbrechen zur Bostoner Bibliothek, Stadtbibliothek. Dann können wir gleich jetzt mal gucken, was hier die Wachen von Diamond City wieder für Probleme haben mit Supermutanten oder Raidern oder was. Endlos langer Zeit mal wieder Supermutanten hier. Ja, komm, da müssen wir jetzt aber auch einsammeln hier fleißig. Das hat wirklich mega lange gedauert. Hier waren richtig, richtig lange keine Supermutanten mehr an der Stelle. Man muss natürlich aufpassen. Ich habe so in Erinnerung keine gute Erinnerung. Ich habe so in Erinnerung, dass hier auch irgendwelche Fallen waren. Irgendwelche Bodenminen oder so etwas. Minen treten. Unten scheint mir im Geschäft noch was zu sein. Da liegt auch noch jemand. Das könnte aber ein Wächter gewesen sein, oder? War das von uns irgendeiner? Och, hier haben sie auch wieder alles reingestellt. Na, das sollten wir unsere Glückssachen doch schon mal anziehen, so langsam. Hier müssten wir doch sogar in der Nähe sein von der Stadtbibliothek. Waren wir hier oben auch? Da oben ist irgendwie einer noch drauf gekommen. Ein Supermutant. Aber ich sehe hier gar keinen Weg nach oben. Hier drin vielleicht. Ah ja, okay. Naja, da müssen wir noch mal ganz kurz zurück nach Hangman's Alley. Ach, die haben aber eigentlich hier, die hätten sich hier besser verteidigen können sollen eigentlich. Danke. Oh, Diamond City Sicherheit. Der hat's bis hier hochgewagt. Nur mit einem Baseballschläger bewaffnet. Jetzt ehrlich.
Impro-Gewehr. Mamma mia. Ja, mutig. Das kann man noch anders nicht sagen. Übermutig. Übermütig vielleicht. Ah, die Kisten kann man hier auch noch nicht öffnen. Naja, dann geht's mal wieder nach unten. Ich glaube nicht, dass wir hier noch sehr viel finden werden. Hier hinter vielleicht. Nichts. Aha. Ein Minuteman. Ohne Kopf. Die waren ja auch sehr gefährlich, diese leuchtenden Hunde. Oh Mann, da erinnere ich mich auch noch an unsere erste Begegnung mit so einem. Das war nicht gerade witzig. Das hat ziemlich lange gedauert, das war recht anstrengend damals. Warte da. Komm schon. Ja, dabei frage ich mich ein wenig, was haben hier die Minutemen verloren? Gut, wie gesagt, nochmal kurz zurück nach Hangman's Alley. Und unser Zeug hier abgelegt erstmal. Oh, was war das denn gerade Schönes? Ein richtig heftig aufgemotzter Schlagring, wie ich da gesehen habe. Das müssten wir ja auch mal ausprobieren, solche. Da ist er. Schlagring scharf. Haben wir am Anfang schon mal ausprobiert. Da wir in New Vegas ganz gerne den Schlagring mit Stacheln benutzt haben. Ich glaube, der war da ziemlich gut auch. Naja, aber jetzt haben wir unsere Machete. Oh ja, was haben wir sonst noch? Aufbereitete Sachen. Ah, Wasser, sollen wir das nicht hier? Naja, hier drin nicht. Wenn, dann packen wir das woanders rein. Klingenkorn. Warum tragen wir das die ganze Zeit mit uns herum? Brauchen wir doch gar nicht. Aha, die ganze Munition, die zieht uns natürlich nach unten, aber das ist ordentlich, was wir da wieder eingesammelt haben. Und natürlich Raketen. Die wiegen auch immer ganz schön. Und die schweren Fusionskerne, alle voll aufgeladen. Da nehmen wir ja immer ganz gerne einen mit, der nicht ganz so aufgeladen ist. Ja, nur damit wir die vollen sammeln können.
Ja, das sollte jetzt aber dicke reichen an Munition. Und wie ich sehe, werden wir es gar nicht mehr schaffen bis zur Stadtbibliothek. Wir werden also hier nochmal ganz kurz schlafen gehen und uns dann in der nächsten Folge der Stadtbibliothek von Boston widmen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen. Ich sage Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.